Virus, 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 ein bisschen was zu Europa League und ja, viel mehr ist im Fußball gerade nicht los. Los geht's. Schauen wir erstmal auf gestern Abend auf die Europa League und die deutschen Teams haben nicht so gut abgeschnitten. Zumindest Eintracht Frankfurt mit einem 0:3 zu Hause. Natürlich waren die Fans eben nicht da, was unglaublich gefehlt hat, aber generell war die Leistung jetzt auch nicht wirklich gut gegen den FC Basel mit einem 0:3 stehen, mit einem Bein im Aus. Aber interessiert sowieso keinen, weil das wahrscheinlich eh nicht weitergeführt wird. Aber Leverkusen hat dafür eine richtig gute Leistung gegen die Rangers gebracht und das erste Mal seit 2011 hat es eine europäische Mannschaft geschafft, in Glasgow zu gewinnen. Und auch Wolfsburg war am Start, aber Schachtel Donetsk war einfach zu gut. Und natürlich das Thema, an dem wir überhaupt nicht vorbeikommen in den letzten Tagen und wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen, das Virus. Die Verbände der verschiedenen Länder reagieren mehr oder weniger schnell, mehr oder weniger gut drauf. In der Serie A ist ja der Ligabetrieb schon abgeschafft worden bzw. gestoppt, nachdem bei Juventus und bei Sampdoria unter anderem schon positive Fälle auf das Virus getestet wurden. In Frankreich setzt man bisher auf Geisterspiele bis Mitte April, Stand jetzt allerdings gibt es heute ein Meeting und wenn ihr das hier seht, war das wahrscheinlich schon. Wenn ich das hier aufnehme, war es noch nicht. Das ist nämlich um 10 Uhr, ist jetzt gerade 9 oder so. Jedenfalls muss man dann schauen, wie man weiter verfährt in der Ligue 1. La Liga stellt den Spielbetrieb bis auf Weiteres auch erstmal ein, nachdem bei Real Madrid ein Spieler positiv getestet wurde. Allerdings ist der von der Basketballmannschaft. Trotzdem, die sind ja alle auf einem Campus und deshalb ist Real Madrid, zumindest die Fußballmannschaft, jetzt erstmal in Quarantäne. Die FA sah bis gestern Nachmittag überhaupt keinen Grund, die Premier League irgendwie auszusetzen. Es war die Rede von Geisterspielen und so weiter, bis dann gestern Abend herauskam. Chefcoach von Arsenal, Mikel Arteta und auch Chelsea-Youngster Callum Hudson-Odoi sind positiv auf das Virus getestet worden. Und deshalb beruft man heute eine Konferenz ein, ich glaube, die war auch schon, wenn ihr das seht, um zu besprechen, wie man weiter verfährt. Wahrscheinlich wird die Premier League auch abgebrochen. In Deutschland gibt es vereinzelt auch schon positive Tests, besonders in der zweiten Liga schlägt es zu. Hannover 96 befindet sich in Quarantäne, nachdem ein Profi von ihnen positiv auf das Virus getestet wurde und höchstwahrscheinlich werden am Wochenende nicht alle Spiele in der zweiten Liga stattfinden können. Die DFL soll sich auch bald zusammensetzen und darüber beschließen, wie die Bundesliga weiter verfahren soll, beziehungsweise der Spielbetrieb generell in Deutschland. Und das Krasse ist, es soll wahrscheinlich die Saison abgebrochen werden, was eigentlich nur logisch ist. Dann in der nächsten Saison soll die erste Bundesliga aber auf 22 Mannschaften aufgestockt werden. Es gibt keine Absteiger und die besten vier momentan der zweiten Liga sollen eben in die erste Liga kommen. Das gefällt besonders den TV-Konzernen, denn die müssen ja leider mit Einbußen rechnen, denn 8 Spieltage nach diesem jetzt fallen ja dann komplett weg. Aber diese 8 Spieltage gibt es dann in der nächsten Saison und dann kann man schön noch mehr stückeln. Fakt ist, es wird einigen Leuten wehtun, vielleicht sogar allen. Fußballfans sowieso, TV-Konzernen, Ligen, Vereinen, Verbänden, allen wird es wehtun. Aber die menschliche Gesundheit ist einfach wichtiger. Und auch wenn du gerade vor dem Fernseher oder vor deinem Smartphone oder wo auch immer du das gerade siehst, sitzt und dir denkst, ja, aber mir ist es doch egal, ich bin eh nicht in der Risikogruppe. Ja, vielleicht deine Großeltern oder vielleicht dein Bruder, der an Asthma leidet oder vielleicht dein Freund, der irgendeine Vorerkrankung hat. Wir alle sind potenzielle Überträger und es bringt auch nichts, sich darüber jetzt aufzuregen, denn wenn du das Virus hast und ihn weitergibst an jemanden, der gefährdet ist, ist blöd. Ist einfach scheiße. Und damit ihr euch nicht wundert, falls im Hintergrund so ein bisschen was anders aussieht in den nächsten Wochen, OneFootball ist gerade zur Prävention in Quarantäne. Es gibt keinen bestätigten Fall bei uns, aber trotzdem müssen wir alle von zu Hause arbeiten und deshalb kriegt ihr ab jetzt einen Einblick in unsere Wohnung. Ist doch cool. Ach übrigens, die UEFA trifft sich auch und berät dann über die Champions League, die Europa League und die Euro 2020. Die Euro 2020, laut Medienberichten, soll dann auf 2021 verschoben werden und beide europäische Wettbewerbe abgeschnitten werden. Das heißt, keine europäischen Wettbewerbe erstmal in den nächsten Wochen. Das Ganze soll beschlossen werden nächsten Dienstag. Okay, ich meine, da müssen 55 Leute sich zusammensetzen, beziehungsweise das Ganze soll per Videomeeting stattfinden. Ein Videocall mit 55 Leuten, der nicht vor nächsten Dienstag online organisiert werden kann. In was für einer Welt leben wir? So Leute, jetzt kommen wir zu unserer 6er-Pack-Tippliga und wir schauen mal, wie Nico, Niklas und ich für das Wochenende getippt haben. Wir alle trauen RB Leipzig den Sieg gegen den SC Freiburg zu. Der BVB könnte gewinnen gegen Schalke, außer ja, Nico, der sieht es anders. Und auch Hertha BSC könnte einen Punkt holen, wenn es nach mir und Niklas geht. Bei Köln tanzt Nico auch aus der Reihe. Niklas und ich trauen denen einen Sieg zu. Union Berlin,
Ja, da sehen das Niklas und Nico ein bisschen deutlicher als ich und alle trauen dem FC Augsburg einen Sieg gegen Wolfsburg zu. Und wenn ihr jetzt auch noch mitmachen wollt und den vielleicht letzten Spieltag dieser Saison mittippen wollt, dann nochmal schnell in die Videobeschreibung. Da ist nämlich der Link zum Download für die App und auch der Code für unsere Tippliga. Das alles ist ab 18 Jahren. Und wenn ihr 18 Jahre alt seid und am Wochenende eh schon einen Wettschein machen wolltet, dann versucht das doch mal über Skybet, denn die haben den Superboost und da kriegt ihr Vorteile bei bestimmten Spielen. So Leute, bleibt gesund, kommt gut ins Wochenende, schaut nochmal bei diesen Videos hier vorbei. Ich glaube, die werden euch gefallen. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.